Willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit eurem Striker. Heute ist Hordenacht, Tag 28 in unserer eigenen Fightbase. Die Klappen habe ich geöffnet. Gucken, ob sie hochkommen, oder es kann auch sein, dass wir vielleicht hier, weiß ich nicht, was zumachen müssen. Werden wir sehen. Ich habe tatsächlich noch geschafft, untenrum zwei Reihen Spikes zuzusetzen, ne? Also es hat noch gereicht. Ein paar werden sogar noch produziert. Eine ist übergeblieben. In der Zwischenzeit war ich mit mir in der Mine, habe halt ein bisschen Eisen, ein bisschen Kohle, ein bisschen Nitrat gemacht, damit wir den halt Munition wieder weitermachen können. Molotov-Cocktails habe ich gemacht. Wie ihr sehen könnt, ein bisschen Benzin können. Wir haben nur noch Benzin, ein bisschen Öl. Krüge haben wir auch genug, Stoffwetteln haben wir auch genug, also es war nicht allzu teuer. Beziehen, was wir haben, da waren wir ja noch gar nicht wirklich großartig dran. Ne? Wow, warum ich euch jetzt auch schon geholt habe, ist, ich wollte mal gucken. Also, erstmal das Wichtigste überhaupt ist, wir sind Spielstadion 90, Level 48. Ein Tod haben wir. 1000 Gegner haben wir gekillt schon. Gucken, was da kommt. So, und zwar, ich glaube, als nächstes würde ich skillen. Wo war es denn? Das hier. Ne, ignoriert mit Feuerwaffen, Bögen, Armbrüsten und Sperren. Gut, Sperren spielen wir ja nicht so auf 15% der Rüstung. Ne? Aber das wäre erstmal was. Armbrüsten spielen wir ein bisschen. Wir haben Feuerwaffen, 15% Rüstung durchdringen, ist wunderbar. Das kann man im Nachhinein nochmal machen alles. Ja, aber das ist glaube ich das, was ich glaube ich als nächstes erstmal skillen werde. Ein Punkt, definitiv ein Punkt rein. Damit wir da ein bisschen klarkommen. Ja, ich glaube, dann werden wir auch noch mal so ein bisschen den Prügelpeter machen hier, ne? Prügelpeter. Dadurch, dass wir eh gerne mit dem Knüppel spielen, werden wir das machen, ne? Werden wir höchstwahrscheinlich jetzt durchziehen. Okay, Leute, es geht los, Hordennacht. Wir gucken mal jetzt, wie sie mitspielen. Von wo sie kommen, was sie machen. Wer kommt, wann, wo, wie. Okay, das heißt, also sie kommen doch hier hoch, ne? Teilweise. Genau, schön runterfallen. Jawohl, das passt, das funktioniert sehr gut. Aber nicht alle, oder? Zumindest alle, die von da kommen, ne? Ich will nur verraten, die gehen warum. Also die von hinten kommen, die haben daran anscheinend kein Interesse, hier hochzulaufen, ne? Die wollen halt hier durch. Aber ich glaube, das können wir umgehen, wenn wir denn tatsächlich irgendwann den Auge haben. Was passiert, wenn wir uns hier hinstellen? Was passiert, wenn wir hier eine Klappe zumachen? Eine Klappe zumachen, dann funktioniert das ein bisschen besser, ne? Besser, glaube ich, hier feststellen. Oder? Wenn man hier die ein oder andere Ding kann, ne? Genau, der muss weg. Also müssen wir hier so ein bisschen mitmachen. Das ist glaube ich ein, ne? Kann das sein? Das ist gut, ne? Dass nicht alle da so wunderbar mitspielen können, das ist auch klar, ne?
kommen hier von hinten. Ja. Ansonsten wäre es auch komplett langweilig, ne? Nö, ich bin zufrieden. Ja, schon mal nice. Muss repariert werden. Genau, immer schön. Nein. Sehr schön. Mal gucken, ob gerade was gehört. Bis jetzt machen sie alle schön brav mit, ne? Wieder hingekommen? Diese könnt ihr nicht treffen, ne? Schön, freut mich. Nice. Eine Klappe offen lassen, eine zulassen. Fallen die hier doch ein bisschen runter. Das ist super. Oder haben wir dann, glaube ich, aber auch nicht viel zu reparieren. Ne? Das ist sehr schön. Dann können wir mal unsere Materialien hier in den Weiterbauten stecken. Mittig. Punkt. Sehr schön. Ist ja was? Hauen wir den jetzt gleich hier rein, ne? Durchbohren. Zack. Können wir vielleicht gut gebrauchen. Ich hätte doch ehrlich gesagt nicht gesehen, der MP5, ne? Nice, echt nice. Ich weiß, es kann natürlich auch sein, dass es halt dementsprechend einfach nur zu einfach wird, weil wir hier unten diese umgedrehten Spikes haben, ne? Kommen sie alle von der Seite, ne? Müssen wir eigentlich uns hier rüber stellen. Vielleicht eventuell. Gut, einfallen lassen müssen wir uns sowieso noch was, ne? Wenn die Demolisher kommen, dann ist Feierabend, ne? Mal gucken, wann heute noch Feierabend ist. Ja, schön, dass du da bist. Gut, sind wirklich geil, ne? Hier vorne noch ein Ding sind. Blade. Okay, hier hätten wir vielleicht ein paar Hammer mitnehmen müssen, ne? Hammer für die Tür zum Reparieren. Aber zur Not machen die Klappen auf. Dann dürfte das eigentlich auch nicht mehr so wild sein. Wenn man da normalerweise jetzt noch einen Graben drum machen müsste, kann machen. Einen schönen Graben drum, dann
Die laufen ja drumrum, ne, um. Wir laufen hier um die Löcher drumherum. Batz, batz. Kommt die jetzt alle hier hoch? Jetzt müssten wir eigentlich versuchen. Ne, stört ihn nicht, ne? Also das stört denen nicht, ob da jetzt eine Klappe zu ist oder eine offen ist. Ich glaube nicht, dass denen das wirklich wichtig ist. Schön, dass es geklappt hat mit den Spikes, ne? Finde ich total geil. Aber ich hätte eigentlich auch echt damit gerechnet, dass die hier irgendwie dann irgendwann durchbrechen. Ne? Deswegen habe ich hier noch ein paar Mollys gebaut. Ein großer. Ja, aber läuft, ne? Läuft echt gut. Vielleicht hätten wir hier seitwärts auch noch die eine oder andere Öffnung machen sollen. Damit. Was haben wir hier Schönes? Ja, nichts. Nichts Weltbewegendes. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Wie gesagt, ich schieße hier jetzt halt auch viel mit. Ne? Wir haben genug Munition, wir haben genug Reparaturkits, ich will noch alles fehlen. Ne? Paar XP wollen wir haben. Batz. Junge, nimm doch keine Abkürzung. Na, aber fast 1000. Ne, ich glaube 500 Schuss haben wir rausgehauen, ne? Bis jetzt. Jetzt kommt er von vorne, ne? Wenn die von da kommen, funktioniert das ja mal richtig geil, oder? Idee, Leute. Ich werde diesen Aufgang kopieren und in diese Richtung auch nochmal aufbauen. Das machen wir. Das machen wir. Zur nächsten Horde machen wir da drüben dasselbe Ding auch nochmal. Die Idee gefällt mir richtig, richtig gut. Weil die kommen von da, die laufen da jetzt hoch, die wollen da nicht ran. Richtig, richtig nice. Ich möchte gucken, jetzt, ob die denn immer noch da rumlaufen. Ne? Ja. Die laufen hier trotzdem noch rum. Ne?
Richtig gut. Davon bin ich begeistert. Und dasselbe Spielchen bauen wir da drüben auf. Da können sie uns da auch hochkommen. Und dann haben wir da unten vorsichtshalber die Spikes und die anderen Dinger, falls irgendwas in die Duschen geht. Die Idee gefällt mir auch richtig gut. Das ist gut, das funktioniert hier. Ja, wir hier gerade die ganze Zeit mit der Handpistole spielen. Was passiert denn, wenn wir die Tür auflösen? Die Dinger hält sich umsonst im Wasser, ne? Und Leute, ich hab den Lockdown verpasst. Aufgang ist da hinten. Mama. Mama steht nochmal auf. Oh, oh, oh. Also der eine oder andere verletzt sich halt dementsprechend doch noch mal, ne? Der hat den doch noch mal Lust, hier irgendwie was hier zu fabrizieren, ne? Das ist ja vorhin alles nachgeladen. Diesmal echt nice, Alter. Der Sound, der ist so geil. Ich hab Bock, ja? Nein, nein, habt ihr Bock, ja? Ja, Hammer. Aber selber schon. Ja, aber Nacht ist noch nicht vorbei, Leute, ne? Warum blute ich jetzt wieder? Ich sehe da nichts brennen. Da brennt doch gar nichts mehr. War's das, Leute? 2 Uhr. Sollte das hier gewesen sein? Lagknüppel, was haben wir denn hier? Robotikschaden. Lerne, wie du deine Roboter nach tödlicher machst. Du kannst Robotikwaffen verursachen 10% mehr Schaden. Was? Tödlicher machen kannst. Robotikwaffen, okay, ja gut. Wenn man vernünftig lesen tut, dann klappt das auch, ne?
Ich glaube, Leute, das war's, ne? Dann looten wir jetzt noch schön zusammen. Wird dann die auch runterspringen können, ne? Aber komm her. Ja, lass uns auch noch was einfallen, ne? Wir nehmen aber vorsichtshalber hier die Bombe in der Hand, ne? So, Messbecher. Die können wir nicht. Mündungsbombe können wir jetzt auch bauen. Sehr schön. Ich sehe schon, komm, Alter. Ja? Dafür begebe ich mich hier in diese Gefahr, ne? Ja, so ein paar Spikes haben sie weggeblendet. Wie gesagt, hier war noch eine Reihe vor, ne? Ja. Ja, eine Reihe ist so gut wie komplett weg, ne? Die kennen wir auch noch nicht. Wissen wir ja, was die macht, ne? Das Schleichen halt. Als Ausdauer verbessern. Oh! Yeah! Nice! Komm her, du kannst eh nicht viel tragen, ne? Zack, zack. Verändern? Nee, scheiße, das wird nichts. Lass ihn rein. Gehen wir hin. Geil. Jetzt müsste ich eigentlich eben mal schnell nach Hause. Ne? Das hatten wir uns draußen nochmal so eine Truhe ranhängen. Das war schneller looten können. Ne? Oho. Nochmal nach Hause laufen, ne? Man wird das, wenn ich so weit von zu Hause weg sind. Nee, ich wollte das nicht abschließen. Ja, vielleicht sollten wir dann irgendwann noch mal oben auch eine Kiste oder so was ähnliches deponieren. Wo man halt mal ein bisschen Munition dabei haben kann, ne? Komm. Das kurz auf. Stahlteile. Stahlaxt. Wofür hat man hier jetzt eine Schutzanzugsmaske? Die brauchen wir hier doch eigentlich gar nicht, oder? Ja, mag man. So, jetzt habe ich ein Problem, ne? Oder so ran, ne? Haben. Scheint da noch auszusehen, ne? Liegt nirgends oder was? So, also ich muss ja jetzt sagen, das hat besser geklappt, als ich gedacht hätte oder gedacht habe. Ja, ich bin sehr positiv überrascht über diese Aktion, wenn ich ehrlich bin. Klar sind ein paar Spikes draufgegangen, mit euren Verlusten ist zu rechnen, ne? Aber viel reparieren, glaube ich, müssen wir nicht. Aber das sollte uns jetzt auch nicht stören. Weil wir haben ja jetzt die Nagelpistole, ne?
Schön. Gut, wir haben wir aber stehen lassen. Aber das ist ja jetzt hier ehrlich gesagt egal. Dann fahren wir nach Hause. Dann muss ich natürlich jetzt meine neue Plempe fertig machen. Das ist sehr, sehr schön. Die Tür haben wir ja offen lassen. So. Tür haben wir offen lassen. Da ist ja nichts drin. Aber auch immer noch keine vernünftige Pump, ne? So, wo bist du denn, mein Mäuschen? Schutzmaske. Kältewiderstand, Hitzewiderstand. Das finde ich ein bisschen komisch, wenn ich ehrlich bin. So, was gibt hier? Killer Instinct. Erhöhe deinen Schaden für jeden Kill um 5% und maximal bis zu 15%. Wird nach 10 Sekunden ohne Kill um ein Level herabgestuft. Aber da steht nicht mit den Händen, ne? Da oben ist er. Verändern. So, wollen wir ganz kurz gucken jetzt hier. So, du machst 45, hat einen Schuss weniger im Magazin. Reichweite 58. Brauchen wir nicht drüber nachdenken, ne? Ändern, rein, rein, fertig, aus die Maus. Aber haben wir nicht noch irgendwas mitmessen, was da jetzt noch mit rein kann? Verbessert die Genauigkeit, Handhabung beim Zielen mit Waffen. Verbessert die Handhabung, Genauigkeit beim Schießen aus der Hüfte und in der Bewegung. Kann das sein, dass ich die da drin habe? Jupp. Die haben wir da drin. Moment ja mal. Vollautomatik macht modifiziert die Auslöser, dass sie nur noch vollautomatisch schießt. Packen wir das Ding doch jetzt mal rein, oder? 53. So, dann packen wir die, ne? Das ist die falsche Abteilung, hier rein, ne? So, also ich persönlich, wie gesagt, ich finde, die hat um einiges besser eigentlich. Das Lesen war das gute Ding in hier. So, Leute. Ne, wir haben noch ein paar Minuten, ne? Wollen wir noch ein bisschen aufräumen? Na, was heißt aufräumen, ne? Warte mal, eben. Kurzen Moment. Da haben wir jetzt die ganzen Rotz reingeballert. Es ist morgens, Leute. So, wir machen eben ganz kurz hier so, ne? Das rein, das. Hier. Das packen wir auch natürlich jetzt da mit rein. So, ein paar Mollys haben wir. Das ist doch schön. So, die können eigentlich alle weg. Weiß ja nicht, vielleicht mir doch mal auf den Trichter, das sowas zu machen da. Aber so wie das kann dahin, das und das. Das kommt hier rein. Das heißt, da hätten wir bald genug Materialien wieder für. Für eine Axt und eine Pickhacke, ne? So, dann nehmen wir den Rest her. So, Kollege. Das. Das. Das muss mit runter. Und ich weiß nicht warum, aber das Ding hebe ich jetzt vorsichtshalber auf. Das heben wir jetzt einfach vorsichtshalber auf. Siehst du, da waren noch 21 Stück drin. 22 Stück jetzt sogar. So, aber ich räume jetzt gleich erst alles wieder weg. Ja. Dann. Okay, ohne das Auffall. Wir brauchen echt irgendwie. Ich muss mir was einfallen lassen hier, ne? Das Auffall. Wie gesagt, ich muss gucken. Auffall. Das hier auch rein.
Laser, Sand, Nitrat, das kommt alles runter, das kommt auch alles runter. Warum habe ich hier jetzt reingeguckt? Deswegen, ne? So. Stoff. Nein, da Stoff. So, weil das muss dahin. Das muss dahin. So, hier mal noch trinken. Trinken. So. Zack. Leer machen. Und runter. Das machen wir schnell noch so. Ja, passt. Ja, Hordennacht gut gelaufen. Sehr gut gelaufen, nach meiner Meinung. Schluck Kaffee verdient. Ne, haben wir uns nicht verdient. Die Kanne, die Tasse ist leer. Supp. Hier könnten wir eigentlich Schießpulver durchlaufen lassen. Was haben wir noch über? Kohle. Kohle sind wir. Wir sind ein bisschen besser aufgehoben. Anscheinend. Hier können wir Messing, ne? Minuten. So. 50 Minuten Eisen rein, einschalten. Eisen rein, 50 Minuten einschalten. Packen wir da einfach rein. So, dann haben wir hier ein bisschen Blei. Blei haben wir eh keins mehr, sehe ich gerade. Aber das ist ja nicht weiter wild. So, Moment. Zement haben wir noch in Hülle und Fülle, sehe ich gerade. Hier haben wir auch noch Zement. Ja, aber brauchen wir jetzt hier mal, ne? Das wäre Blödsinn. Da haben wir auch noch Beton. Haben wir hier? Da haben wir keinen Stein, haben wir hier noch Sand? Ja, Sand haben wir. Dann. Ja. Ja, dann hast du ihn, ne? Schön. Da kommen doch dann schon die ersten Teile wieder für unsere Erweiterung, ne? Würde ich ganz einfach mal behaupten. Ne, da haben wir nichts mehr drin, aber es ist okay. Dann. Packen wir hier den Lehm noch rein. Super sauber, ne? Das heißt, Eisen läuft, Messing läuft, Schießpulver läuft. Top. Dann haben wir was essen, ne? Warte. Das heißt, unseren ersten Beton haben wir auch für die nächste Aktion. Glück gehabt, ne? So, das funktioniert auch bedeutend besser als vorher. Oh, scheiße. Sorry, aber das habe ich nicht gesehen. Ich habe hier, da guck mal. Und da guck mal. Oh, hier haben wir die ersten. Ja, damit kommen wir wieder ein bisschen weiter. Aber hier, seht ihr, warum ist hier Eisen drin? Das heißt, wir müssen hier, wenn ich das nächste Mal runtergehe, auch wieder noch ein paar von produzieren. Dass wir damit dann auch noch weitermachen können. Okay, sind wir durch. Hier nochmal ganz kurz Controletti machen. Da wird nichts produziert, da wird gerade auch nichts produziert. Ist auch alles okay. Die sind auch wieder soweit, aber das ernte ich jetzt alles, wenn es erst wieder alles soweit ist. Dann wird geerntet. Entschuldigung. Und ich würde sagen, in der nächsten Runde machen wir definitiv den Bunker. So. So passt das erstmal, ne? Genau. Nächste Aktion Bunker. Auf den habe ich jetzt Bock.
Und jetzt muss ich nochmal sowas gucken. Ich sehe gerade, ich habe keine Munition für die Pistole. Weil er hier nämlich noch doppelt gemoppelt gemacht hat. Okay, das war jetzt gerade noch so gesehen. Ne, da wollte ich gucken. So, was haben wir? Spielstadion 92, Level 49,5. Gucken wir mal, ob wir das nächste Level haben. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Ich hoffe, die Horden hat euch gefallen. Ciao, ciao, euer Striker.